Hurra, Tag 6. Ich wünsche einen wunderbaren Nikolausi-Tag. Jawohl, nicht Osterhasi. Nikolausi. Und damit hallo, moin, moin, servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Adventswerkstatt. Das Ding habe ich jetzt schon ein paar Mal hier in die Kamera gehalten und heute ist er endlich dran. Das ist ein Kondensator. Und ich habe nicht ohne Grund gestern die Widerstände und den Spannungsteiler erstmal durchgekaut. Ich habe gesagt, das ist eine Grundlage zum Verständnis. Weil genau das kommt heute. Mit den Widerständen, vielleicht habt ihr das verstanden. Falls nicht, am Ende von den Videos verlinke ich dann immer die Hauptvideos, die ich die vielleicht zum Thema mal hatte. Müsst ihr mal gucken, dann könnt ihr am Ende raufklicken, wenn ihr mehr wissen wollt. Nur mal so am Rande. Das habe ich jetzt die letzten Folgen auch schon gemacht. Jedenfalls der Spannungsteiler, die Widerstände, da habe ich gestern gesagt, so ein Widerstand, der wirkt bei jeder Frequenz gleich, hat immer den gleichen Widerstand. Und ich habe euch schon mal gespoilert im Grunde, bei so einem Kondensator und einer Spule ist es nicht so. Und ja, das ist tatsächlich so. Bei so einem Kondensator im Grunde, da ist es dann so, dass ja, bei hohen Frequenzen, die laufen da eigentlich fein rüber, da hat das Ding kaum Widerstand bei hohen Frequenzen. Und bei niedrigen Frequenzen, sehr niedrigen Frequenzen, ja, da ist das Ding wie so ein, wie soll ich sagen, es ist einfach nicht vorhanden fast, ja, sage ich mal so salopp. Ist immer alles so ein bisschen ideal betrachtet, sagen wir mal so. Ja, warum ist denn das so? So ein Ding hat intern, wie soll ich sagen, Metallfolien aufgewickelt in diesem Fall. Und die sind ziemlich groß. Ziemlich große Folie. Das ist alles aufgewickelt hier drauf. Und es ist nicht nur eine, sondern es sind zwei Folien. Und die eine Folie ist an diesen Pin angeschlossen. Die andere Folie ist auf der anderen Seite angeschlossen. Was soll das jetzt? Die beiden Folien sind sozusagen aufeinander gelegt. Dann ist das Ganze zusammengerollt. Und dazwischen, zwischen diesen Folien, da ist eine Isolierung drin, eine Isolierschicht. Ein Dielektrikum, sagt der Profi, muss uns jetzt alles nicht interessieren. Jedenfalls gibt es gar keinen direkten Durchgang. Da kann eigentlich gar kein Strom fließen bei diesem Kondensator von einer Seite zur anderen Seite. Das funktioniert eigentlich nicht. Ich will jetzt gar nicht so groß drüber reden und so weiter. In diesem Fall, und ihr habt das auch schon in den letzten Tagen schon gemerkt, hole ich immer wieder alte Videos mal hoch und zeige euch die Ausschnittsweise. Heute ist der Ausschnitt zum Kondensator ja, ein bisschen länger, weil besser als der Frank damals, könnte ich es heute auch nicht erklären. Der Einfachheit halber und weil es sich besser darstellen lässt, habe ich diese beiden gegenüberliegenden Platten jetzt hier einfach mal nebeneinander gemalt. Hier zwischen der Steg, das ist der Isolator. Ich male das jetzt am besten gleich nochmal ein. Also meine Kondensatordarstellung ist jetzt folgende. Zwischen den beiden leitenden Platten ist in der Mitte die Isolation. Das heißt, es kann kein Strom hier rüberfließen von der einen Platte zur anderen Platte. An die eine Platte schließe ich ein Draht an und an der anderen Platte, wie kann es anders sein, schließe ich natürlich auch ein Draht an. So, fertig ist unser Kondensator. Cooles Teil. Was brauchen wir noch? Ich würde sagen, den Widerstand haben wir letztes Mal schon gelernt. Also bringen wir in diesen Stromkreis einen Widerstand rein. Zack, da ist er. Was bringen wir jetzt noch an in diesen Stromkreis? Damit ein Strom fließen kann, brauchen wir eine Spannungsquelle. Da haben wir eine Spannungsquelle. Volt. Und das Ganze schließen wir hier unten wieder an. Fertig ist unser Stromkreis mit einem Widerstand und einem Kondensator. Wenn diese Spannungsquelle ausgeschaltet ist, das heißt, ich habe hier jetzt 0 Volt, es kommt nichts aus dieser Spannungsquelle raus. Ja, dann sind in diesen Metallplatten, und Metalle leiten ja den elektrischen Strom, die Ladungsträger, die dort vorhanden sind, alle so halbwegs bunt verteilt.
Überall. Jetzt muss ich noch einen kleinen geschichtlichen Kurs machen. Warum geschichtlichen Kurs? Ihr habt in der Schule gelernt, bei einer Spannungsquelle, wenn hier Plus ist und hier Minus, dann fließt der Strom von Plus nach Minus. Das Ganze nennt man auch die technische Stromrichtung. Was euch wahrscheinlich keiner erzählt hat, ist, dass es eigentlich andersrum ist. Denn die Ladungsträger, die sich bewegen, in einer Spannungsquelle, in einer Batterie, wie auch immer, das sind die Elektronen. Und diese kleinen schwarzen Kugeln sollen die Elektronen darstellen. Bei einer Spannungsquelle ist auf der Minusseite ein Überschuss an Elektronen. Und auf der Plusseite, da ist ein Elektronenmangel. Könnt ihr euch so vorstellen, als wenn da überall kleine Eimerchen sind, die auf Elektronen warten. Und auf der anderen Seite die Eimerchen völlig übergequollen sind und alles voller Elektronen ist. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum das so ist, der eigentliche elektrische Strom, der wurde schon recht früh entdeckt. Aber was da eigentlich passiert in so einem Stromkreis, das heißt, die eigentlichen Elektronen, dass da Elektronen fließen, dass da negative Ladungsträger fließen, das wurde erst entdeckt irgendwie 1890, 1900 so in der Gegend von dem Herrn Thomson. Der hat sozusagen die Elektronen erfunden, kann man sagen, was ja die Grundlage ist unserer gesamten heutigen Elektronik. Eine interessante Sache, ihr könnt ja mal googeln. Zurück zum Thema. In dem Moment, wo ich die Spannungsquelle einschalte, erzeuge ich auf diesem ganzen Zweig hier oben eine positive Spannung und auf dem Zweig hier unten eine negative Spannung. Was passiert jetzt? Jetzt wird spannend. In diesem Kondensator sind freie Elektronen drin. Ohne Spannung sind die munter verteilt. In dem Moment, wo ich die Spannungsquelle einschalte, haben diese Elektronen den sehnlichsten Wunsch und keinen anderen Wunsch, als möglichst fix hier lang zu fließen, zu dem Pluspol. Denn es ist wie beim Magneten, kennt ihr ja auch, Plus und Minus ziehen sich an. Die sind richtig scharf aufeinander. Das beste Liebespaar der Welt. Und schwupp schluckt die Spannungsquelle die Elektronen. Das ist ein cool, ne? Das heißt, nach und nach verschwinden hier die Elektronen alle schön munter, immer schön munter in dieser Spannungsquelle. Ganz am Anfang, wenn ich einschalte, ist es ein ganzer Haufen, der rausgeht. Und wenn nur noch wenige hier drin sind, ja, dann wird es ein bisschen langsamer mit dem Stromfluss. Aber letztendlich sind irgendwann alle diese wunderbaren Elektronen verschwunden. Und die sind nicht verschwunden in meiner Hand, sondern hier in der Spannungsquelle im Plus. Cool. Gleichzeitig passiert auf der anderen Seite Folgendes. Erstens, ähnlich wie beim Magnetfeld, ziehen sich auch gegenläufig geladene Platten so ein bisschen an oder stoßen sich ab, je nachdem, wie sie geladen sind. Das heißt, obwohl ein Isolator hier zwischen ist, können diese beiden Seiten sich sehen. Dazwischen wirkt das sogenannte elektrische Feld. Nicht ein magnetisches, sondern ein elektrisches. Ist aber so ähnlich. Das heißt, die Elektronen, die hier noch auf der Platte waren, die fühlen sich jetzt voll angezogen von dieser Plusseite und wollen auch rüber. Schaffen sie aber nicht. Hier ist ja isoliert. Aber was passiert, kann ich euch sagen. Die Elektronen drängeln sich hier drin, wie die Wilden. Das wird immer voller, das Ding. In der gleichen Zeit, wo das hier oben leerer wird. Und wo kommen die Elektronen her? Na klar, hier von unserer Spannungsquelle oder Batterie oder was auch immer. Hier ist ein Minuszeichen. Da ist ein Überschuss an Elektronen. Und die ganzen Elektronen wandern munter
hier rein auf diese Platte. Zack, zack, zack und so weiter und so fort. Mache ich nochmal schnell zu Ende. Und gleich ist unser Kondensator voll. Was sehen wir denn jetzt? Auf der Platte sind keine Elektronen mehr. Diese Platte ist halt positiv. Auf der Platte hier unten haben sich die ganzen Elektronen gesammelt, die hier rausgeflossen sind. Jetzt, in diesem Augenblick, ist der Kondensator geladen. Und was dabei noch viel wichtiger ist, es fließt kein Strom mehr. Direkt nach dem Einschalten war hier richtig was unterwegs. Nur begrenzt von diesem Widerstand übrigens. Und nachdem der Kondensator hier oben seine ganzen Ladungen abgegeben hat und hier unten die ganzen Ladungen, die negativen Ladungen, die Elektronen gesammelt hat, ist der Stromfluss beendet und der Kondensator ist voll geladen. Was passiert nun, wenn ich diese Spannungsquelle einfach umdrehe? Wenn ich plötzlich hier unten Plus hinmache und da oben den Minus? Huiuiui, ich denke, ihr könnt euch das schon denken. Ne? Mit einem Mal habe ich hier auf dieser Seite viel zu viele Elektronen. Und diese ganzen Elektronen, die würden dann hier reinwandern. In dem Moment, wo hier welche rauswandern zum Pluspol, die fühlen sich ja angezogen vom Pluspol, hatte ich ja gesagt, wandern auf der Seite welche rein. Jetzt laden wir den Kondensator um. Nur weil ich die Polarität an der Spannungsquelle umgedreht habe. Im gleichen Maß wie hier die Elektronen dahin fließen zur Spannungsquelle, fließen auf der anderen Seite der Spannungsquelle die Elektronen raus und füllen jetzt diese Platte mit negativer Ladung. Was wir jetzt gesehen haben, war also wieder ein starker Stromfluss durch das Umpolen der Spannungsquelle und die Elektronen haben sich jetzt hier gesammelt und wurden hier in die ewigen Jagdgründe geschickt. Nachdem der ganze Vorgang vorbei ist, fließt allerdings wieder kein Strom mehr auf diesen Leitungen. Die Platten sind voll. Es ist kein Platz mehr. Der Bus ist voll. Feierabend. Ja, ich hatte es ja gerade gesehen, ne? Also diese Platten sind irgendwann voll mit Elektronen und auf der anderen Seite sind keine mehr und dann ist Feierabend. Dann fließt da kein Strom mehr. Und wenn ihr euch jetzt eine ganz, ganz hohe Frequenz vorstellt, die immer ganz schnell sich umpolt hier an so einem Kondensator, ganz schnell hin und her, dann ist es ja so, dass die Elektronen wieder runterfließen und wenn so ein paar Elektronen runter sind, dann dreht sich die Spannung schon wieder um. Und dann sagen die Elektronen, hey, ich drehe um, ich fließe wieder auf die Platte rauf und dann fließt es von hier wieder andersrum. Und ja, das ist dann der Zustand, wo so ein Kondensator ganz gut leitet. Und das leitet umso besser, je höher die Frequenz ist. Und da sind wir wieder beim Spannungsteiler. Wenn das jetzt ein Chassis ist, ein Lautsprecher, und ich packe so ein Ding vor diesen Lautsprecher, ja, dann ist es ja so, dass dieser Lautsprecher jetzt mit einem Kondensator davor, hohe Frequenzen, da fließt ein Strom, haben wir gerade gelernt, dann wird der Lautsprecher hohe Frequenzen wiedergeben und tiefe Frequenzen, die würden hier nicht rüberkommen. Und dann, ja, der berühmte Bananenquark, dann geht gar nichts mehr. Da kommen nur hohe Frequenzen an und keine Tiefen. Okay, es geht übrigens auch andersrum, aber das dann erst morgen. Macht's gut.